Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Quest 8. Und gebt jetzt mal 8, denn wir gehen jetzt zum, keine Ahnung, halt, gut, dass er mich daran erinnert. Tja, was gibt's denn zu sagen? Ich habe nochmal ein Tickchen gelevelt, nicht viel, einfach nur hier so ein bisschen, und ich habe konzentrierten Käse gemacht. Das war alles. Also einfach nur ein bisschen Käse vorbereitet, dann wird das jetzt hier der ultimative Drache. Bin ich gespannt, wie es wird. Also bin ich echt gespannt. So viel ich, also, bin ich gerade echt überfordert. Also ich muss mich gerade an was erinnern, so aus der Vergangenheit, als ich das spiele, oder ja, das ist schon ewig her. Ich frage mich jetzt, ich spiele das Spiel jetzt einfach, dann werden wir mal sehen, wo es uns hinführt. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir sind super ausgerüstet. Ich finde die Ausrüstung, wie gesagt, am besten für ihn. Ja. Was soll man denn machen? Die Meteorarmschiene ist eben super, dass er relativ früh immer drankommt. Die Fürst von der Dragovianer. Den tun wir erstmal wegschlitzen. Oh ja. Schlitz, Schlitz. Ah, da gibt es einen Klöppel über der Dez. Zack. Und nochmal noch weg. Oh! Böser. Böser Schlag. Böser Schlag. Oh, Mist. Und die hauen schon ab? Ich pack's nicht. Zweitmannschaft. Machen gleich das Team. Okay. Kann man machen, muss man es aber nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal noch ein kräftiger Schlag auf der Dötz. Mann. Ja, sowas wollte ich sehen. Boah, das ist jetzt mies. Das ist jetzt mies. Komm, da will ich nochmal, da will ich nochmal einen Schlag sehen. Genau. Und er hebt nochmal eine Runde aus. Genau so. Komm, dreht sich nochmal. Jetzt komm. Ach Mann. Dünne Luft erzeugt ein mächtiger Vakuum, der wird ja alle Feinde in Streifen schneiden. Cool. Blitzgewitter, Merkurstoß, Kreisfeger. Er hat den Flammenhieb. Talhieb. Drachenseele. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange überlege. Wir haben genug MP. Drivers Metzelbein. Fokus-Tamburin. Fokus-Tamburin. Jawohl. Die sind weg. Und noch. Ach du Scheiße, der ist ja sowas von tot. Der ist. Tschüss. So, das ist also der Zinnoberdrache. Warum fangen wir jetzt wieder von vorne an? Hallo? Warum kommt jetzt wieder der Zinnoberdrache?
Also ich bin jetzt verwirrt ohne Ende. Egal. Wir hauen den einfach weg. Drachentöte ausrüsten. Konzentrierter Käse. Konzentrieren. 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 Ey. Bester Mann. Und schon sind wir bei 50. Das ist halt, oh, das ist krass. Erstmal wird's blöd. Alles klar. Nein, es sind alle geblendet? Mann, ich hab doch den Ring bei ihm gehabt. Angelo, Vollheilung. Konstellation, Zauber. Beschleunigung, Gepäck, Fokus, Tambourin. Nichts gebracht. Super. Er greift sie halt zweimal an und sie überlebt trotzdem. Nice. Konzentration. Konzentration. Sie kann mal einen Zauber machen. Schmurgel. Und er macht mal Vollheilung. Mir bleibt halt einfach nichts anderes übrig, als zu konzentrieren, wenn ich geblendet bin. Das nervt. 124. Okay, dankeschön. Dann hätte sich das auch geklärt. Sie kriegt ganz schön viel Flammenschaden. Was ist denn da los? Konzentration, Konzentration, Zauber, Abschirmung. Feuer und ja, klingt gut. Multiheilung. Achso, die Multiheilung tut jetzt seine Konzentration verbrauchen. Naja, egal. Greift doch ruhig an. Okay, Schaden ist etwas gesenkt, aber irgendwie trotzdem nicht so viel. Tja, was soll man da jetzt tun? Konzentration, Zauber. Mach mal Energieschub auf Jeff. Multiheilung. Bei ihm klappt es irgendwie auch nicht. Also, dass er mal sich auf 100 konzentriert. Autsch. Autschi, autsch. Vollheilung. Megaheilung. Tambourin. Tambourin. Ah, 100, okay. Was bringt mir nichts? Ich bin dauerhaft geblendet. Das nervt. Meine Chance, irgendwas zu treffen, ist halt, keine Ahnung, nur ein Drittel oder so. Endlich. Endlich sind wir nicht mehr geblendet. Jetzt geht's rund. Jetzt gibt's einen richtig dicker. Jetzt gibt's einfach einen Drachenhieb und du bist tot, würde ich mal sagen. Er ist immer noch geblendet, danke. Fokus Tambourin. Fokus Tambourin. ...6800, Leute. One shot. Achso, jetzt kommt einer nach dem anderen. Achso, aber es fängt wieder komplett von vorne an. Wir haben quasi keine Konzentration und gar nichts mehr. Okay, ich verstehe.
Okay, ich verstehe. Aha. Okay, cool. Cool. Okay, mach mal weglaufen. Gepäck. Jetzt sollte ich mir eigentlich einen konzentrierten Käse aufheben, ne? Wenn ich es mir jetzt gerade so recht überlege. Konzentration. Gepäck, Fuchs, Tambourin. Miese Brise. Cool. Da kommt jetzt einer nach dem anderen. Das wird ein Spaß, das sage ich euch. Da wollte ich heute Abend gar nicht so viel aufnehmen. Nein. Nicht hinfallen, Leute, okay? Dankeschön. Dankeschön fürs nicht hinfallen. Zauber. Mega-Heilung. Konzentration. Zauberbeschleunigung und Fokus-Tambourin. Okay, 50, sehr gut. Beschleunigung, einen frei. Und Mega-Heilung, sind wir alle geheilt. Wunderbar. Hä, ausgewichen. Hä, getroffen. So, dann können wir eigentlich schon zum Drachen. Ah, wobei, nee. Er konzentriert sich nochmal, Zauber. Energieschub, Jeff. Zauber. Wo ist denn der Energieschub? Jengis. Okay, schade, leider nicht geklappt. Auch nicht geklappt, Mensch, das ist aber blöd. Autsch, das tut weh. Ha, ausgewichen, Klappe. Fähigkeit, Drachenhieb. Fähigkeit, Angst der Angst. Muntermacher. Achso. Ne, halt. Sie macht Fokus-Tambourin. Er macht die Multiheilung. Tja. Irgendwie sind alle Drachen One-Shot. Was passiert denn hier? Zauber. Mega-Heilung wäre mal ganz gut. Konstruktion. Fokus-Tambourin. Gepäck. Fokus-Tambourin. Mhm. 50, sehr schön. Okay, ja. Er kann eigentlich immer mega. Wobei, nee, brauchen wir jetzt nicht. Wir machen noch Runde Konzentration, Zauber, Beschleunigung, Gepäck und Fokus Tambourin. Weil durch die Beschleunigung sind wir sowieso erster dran und damit tun wir automatisch. Sind wir auf vollen. Können wir direkt heilen. Ja, er ist auf 100, das ist natürlich super. Dankeschön. Oh Mann. Stimmt, der hat ja auch noch solche Fähigkeiten. Jetzt bin ich angepisst. Mega Heilung. Konzentration. Fokus Tambourin. Fokus und Beschleunigung ist ja auch weg. Also wisst ihr was, ich mach da gar nicht lang rum. Da wird jetzt einfach weggeownt, was das Zeug hebt. Gibt's einfach jetzt einen Hit nach dem anderen. Aua. Fähigkeit, Drachenhieb. Axt der Angst. Zauber. Fuchs-Tambourin. Zauber-Jubo. Nein! Jetzt habe ich das Falsche meine Fresse. Jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Ich kotz. Naja. Die
Warum sind ja solche Lappen? Sind die irgendwie schwächer gemacht? Bin ich jetzt blöd? Es kommt ja wirklich einer nach dem anderen. Am Schluss fehlt es uns noch an Mana. Autsch. Ah ja, macht gar nichts. Konzentration. Konzentration, Zauber. Beschleunigung. Pack, Fuchszamorin. Ah, der ist schon auf 100, das ist ja ein Traum. Wenn es mal so schnell geht. So, nächste Runde kommen wir auch direkt ran. Aber ihm klappt es leider nicht. Schade. Okay, ja, kann ich verkraften. Kaboom, warum nicht? Dann Fähigkeit. Drachenhieb. Fähigkeit. Axt der Angst, Jessica, Fähigkeit, Muntermacher, Zauber, jetzt aber bitte Energieschub. Dankeschön. Dann ist er nämlich gleich weg. Hä, die Drachen haben doch irgendwie weniger Leben, kann das sein? Dass sie alle mit einem Schlag weg sind. Zauber, Mega-Heilung, Konzentration, Gepäck, Fokus-Tamburin, Gepäck. Zwei Fokus-Tamburis. Ich glaube, das war das einzigst Richtige. Wobei, der hat jetzt wieder eisiger Blick, oder? Oh, der hat dafür was anderes. Konzentration, Zauber, Energieschub, Zauber, Ding-Dong, Ding-Dong, hat sich verdoppelt, oh schade, kommt nichts, ja greif mich halt an, ja greif mich halt nochmal an, und jetzt ist er auch noch geblendet, ich kotze mir in den Hals. Zauber, Mega-Heilung. Gib mir einfach die Bauernsense. Jetzt gib mir die Edelstählsichel. Zauber. Gepäckfuchstempel. Gepäckfuchstempel. Du darfst jetzt nicht sterben! Mann! Er geht halt genau auf den, ne? Genau auf den, wo er nicht draufgehen soll. Der blöde Wichser. Blöde Wichser. Ich klopp ihn einfach weg. Okay. Okay. Hat nicht geklappt. So, Konzentration. Fähigkeit. Zauber. Oh Mann, da war es doch. Wiedergeburt. Zauber. Fähigkeit. Und Schuss. Er kann einfach mal ein bisschen weghauen hier. Ja, so in der Richtung. Das tut ganz gut. Und gleich wieder auf ihn drauf. Und wieder auf ihn drauf. Also sag mal, ich... Ich glaub es nicht, ne? Ich glaub's nicht. Mega-Heilung, Konzentration, Gepäck, Fokus, Tambourin, Gepäck, Fokus, Tambourin. Ah, er kommt als erstes dran. Was ein Wunder. Oh, warte mal kurz. Ich hätte schon lange mal wieder Hits setzen können hier. Bevor er wieder mit seinem Blende, mit seinem Blenderei kommt hier. Okay, Meteorregen, damit kann ich leben.
Fähigkeit, Drachenhieb, ja, Edelstilsichel, Jessica, Muntermacher, Angelo, Tamburin. Jawohl, er kommt nochmal vorher dran. Jessica, könntest du vorher dran kommen? Also ich meine jetzt nochmal alle heilen, weil der ist jetzt gleich tot. Jessica, bitte? Jessica? Jessica? Ja, hey. Die hat mich verstanden. Die hat mich endlich mal verstanden. So, und jetzt kann nämlich da... Warum kommt der eigentlich immer so dran, dass es am meisten nervt? Warum? Du könntest doch einfach nur sterben. Es ist so schwer. Es ist so schwer, einfach zu sterben. Es ist so schwer. Oh, Mega-Heilung, Konzentration, Gepäck, Fokus-Tamburin, Gepäck, Fokus-Tamburin. Ja, moin. Konzentrierter Käse. Benutzen. Konzentrieren. Zauber. Beschleunigung. Gepäck. Ne, halt, er muss jetzt die Multiheilung durchziehen. Perfekt. Okay, sehr gut. Auch sehr schön. Kann ich mit leben? Oh, nicht ganz so viel Schaden. Manchi, 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 Manch. 50. 50 reicht mir. Einzige, was mich jetzt interessiert, ist die... der Drachenhieb. Die... Edelstilsichel. Muntermacher, Zauber, Energieschub. Jawoll! Jawoll! 1000! Hey, sehr schön. Und sie kommt noch vorher dran? Ach, das ist ja ein Traum. Und weg mit dir, 4000. So, jetzt kommt da unserer... Und dafür ist er... Da sieht es irgendwie Drachenherrscher. Da sieht es irgendwie ganz schön hässlich aus. Lass mal erstmal noch andere ein bisschen damit spielen, dass wir ungefähr so sehen, was er drauf hat. Och nee. Konzentriert sich gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich starr vor Angst, im Ernst. Leute, jetzt haut mal drauf. Was ist mit euch los? Okay, 50. Kein Spaß. Okay, wisst ihr was? Lauft einfach weg. Fähigkeit, Teamruf, Zweitmannschaft. Scorchwalken. Na. Ah. Okay, gut, kombiniert. Ah, die Konzentration. Das tut halt gar nicht gut, wenn er sowas macht. Ah, ah, mit einem. Mit einem Hieb. Mit einem Hieb. Mit einem Hieb. Sie muss gleich Beschleunigung machen. Da hilft alles andere nichts. Oh! Und sie ist gleich mal tot. Jessica, mach noch Beschleunigung, bevor du stirbst. Bitte. Tu's. Ja. Dann sind wir zumindest immer ernster dran. Das beruhigt mich jetzt.
Konzentration. Zauber. Energieschub, Jeff. Zauber, Multiheilung. Okay, gut, alles gesichert. Energieschub ist da, perfekt. Er ist bei 100, wunderbar. Ah, 50. Nein! Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass er jetzt hier uns alle weghaut. Konzentration, Angelo. Was soll ich denn tun? Mal kurz, er hat ja seine Konzentration weg. Dann vielleicht einfach Vollheilung auf Jessica. Ach, weißt du was? Konzentriere dich. Fokus Tam. Verdammt! Ich Idiot. Jetzt mache ich auch noch Fehler, weil ich hier nervös wäre. Okay. Zauber Mega Heilung. Konzentration. Zauber. Beschleunigung. Pack, Fokus Tambourin. Ich hoffe, er kommt jetzt mal vorher dran. Dass wir wieder alle geheilt sind. Oder er kriegt's. Ah, danke schön. Dass wir wenigstens das gebacken kriegen. Alter, er macht mich halt. Uff. Er macht mich halt kaputt. Er macht mich halt kaputt. Wir müssen jetzt einfach für die Hits gehen. Wir müssen jetzt für die Hits gehen. Das ist ganz einfach. Fähigkeit. Wo ist er denn? Drachenhieb, genau. Fähigkeit. Edelstilzsichel. Fokus-Tambourin. 20. Ah, ich habe den Energieschub vergessen. Nein. Oh, er hat 100. Sehr schön. Er ist auch gut dabei. ...1900, okay, das ist ein Anfang. 1400. Gerade weg mit der. Nein, er fliegt hin. Ich kotz. Das ist das Schlimmste, wenn die Leute hinfliegen, dann kannst du nichts machen. Und er konzentriert sich jetzt auch noch. Oh, danke schön, dass wenigstens das nicht mal klappt. Wo ist es denn? Bla 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 bla, hallo? Bin ich jetzt zu blöd für Wiederbelebung? Das ist doch. Jetzt kommt sowieso wieder eisige Energiewelle oder irgendwie sonst. Er macht uns halt einen nach dem anderen. Es wird kein Spaß, sage ich euch. Jetzt brauche ich Vollheilung, muss ich sagen. Edelstilzsichel, Zauber. Ich bin hier nur mit Wiedergeburt beschäftigt. Und heilen, dass ich nicht sterbe. Wenigstens einer muss mal angreifen. Und weg ist sie. Zauber. Neue Chance. Jengis, Zauber. Achso, einer für alle. Opfere dein Leben. Alle anderen Gruppen. Also gut, dann machen wir das. Heben wir uns das für gleich auf. Er macht jetzt nochmal. Also der muss jetzt einfach mal eine neue Chance machen auf Angelo. Und er macht. Ich will wissen, ob man dem das abknöpfen kann, aber ich glaub's nicht, ne? Okay.
Ah, es klappt auch nicht mal. Einer für alle. Krass, er hielt noch. Krass, krass. Er kann doch jetzt nicht hinfliegen. Mann. Lass doch den Blödsinn. Ganz im Ernst. Oh, er hat halt kein Mana mehr, aber das ist scheißegal. Zum Glück, ich dreh durch. Ich dreh durch. Jessica, kann er eigentlich, einer für alle kostet ja null, ne? Also, das kann er immer wieder machen. Das ist ja perfekt. Konzentration, Gepäck, Fokus Tambourin, Gepäck, Fokus Tambourin. Dieses Hinschmeißen ist so dumm. Das regt mich immer wieder aufs Neue auf. Okay, ja, er kassiert. Okay, sie kassiert. So, Fähigkeit Drachenhieb. Fähigkeit Edelstählsichel. Gepäck, Fokus, Tambourin, Zauber. Energieschub, 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 Energieschub. Da ist er doch. Nein, du solltest doch nachher drankommen. Oh Mann, jetzt hat er es verkackt. Oh, hoppla. Warum bist du jetzt tot? I am impressed. Never before has anyone overcome the full power of the Lord of the Dragon. I am almost afraid to wonder at the true extent of your powers. I have nothing more to give you, but you are welcome to visit me whenever you wish to. It has been a great pleasure putting your strength to the test. I look forward. Very well. I shall transport you back. Okay, gut. Haben wir es doch noch hinbekommen. Da war es ziemlich schnell tot. Aber eigentlich sollten wir von dem jetzt ein cooles Item kriegen. Also ich meine, ein cooles Item mit... ein richtig cooles Item. MP 0. Verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise lässt er ein cooles Item droppen. Das ist jetzt Bullshit. Das ist Bullshit. Mann ey, das ist doch jetzt Blödsinn. Warum kriege ich das nicht? Jetzt laufe ich einfach so lang gegen die Wand. Da stand, dass man das, dass es dann... egal, wir brauchen es hier sowieso nicht. Also dann. Wisst ihr was? Ich tue gerade nochmal aus Höflichkeit. Wie ihr seht, sind wir ganz gut vorbereitet. So, hier, ja, also. Ich denke, wir werden keine so großen Probleme haben. Als nächstes kommt eben... ja, lass uns mal wieder reden. Als nächstes kommt natürlich die super heftige Herausforderung. Aber das ist eine Überraschung. You know how ever since I started drinking from the spring? Well, I remember you telling me that you had a bad dream the other day. You said you were lost in a cave full of giant dragons. You couldn't find a way out and you were about to be crushed under their feet. Whenever you have a nightmare, just call for me. I'll come to you. That way, at least, we can be afraid together. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also, gibt halt einiges. Gibt jetzt halt einiges, was man sich jetzt hier Gedanken machen kann. Aber prinzipiell finde ich unsere Aufstellung nicht schlecht, weil von der Ausrüstung her sind wir halt am Anschlag.
Ich habe kaum eine Ahnung. Also ich, jetzt bin ich langsam mit meinen Teilen am Ende, was man noch besser machen könnte. So, er hat ja sogar auch einen Heal, ne? Cool. Er hat ja auch sogar einen Heal. Ja. Aber das Problem ist, Heal bringt mir ja nichts, weil der kommt dreimal oder halt mehrmals in der Runde dran und da gibt es immer jemand, der wenig Leben hat und wenn ich da immer am Healen bin, schwierig. Naja, jetzt lassen wir es mal auf uns zukommen, was als nächstes kommt. Was ich vielleicht jetzt noch sagen wollte ist, hier ist ein, diese Elfenelixiere sind ganz, sind schwer in Ordnung, die geben nämlich wieder voll das Mana und wie man gesehen hat, kann man das gebrauchen. Natürlich war das jetzt keine Herausforderung für uns hier, das haben wir ja easy gemeistert. Aber für den Notfall ist so ein ja, alles gut. Trojanerklinge. Trojanerklinge ist halt einfach nicht besser als der Drachentöter. Ihr habt ja gesehen, da macht es bis zu 6000 Schaden. Einfach weil der Schaden gegen Drachen erhöht ist und das hat das Schwert halt nicht. Deswegen, ja, benutzen wir weiterhin das. Wohl oder übel. Und konzentrierter Käse, ja, soll uns jetzt mal noch genügen. Weil er ist ja sowieso meistens nur am Heilen, deswegen konzentrierter Käse hilft, ist jetzt nur so ein cooles Nebensache, die ich ausprobiert habe. Ich überlege mir, ob ich noch so einen zweiten Ring mache. Die erhöht die Resistenz gegen viel an Schlaf, Lähmung, Verwehrungsangriffe. Weil das ist das Hauptproblem bei den Drachen, dass die wirklich einen eben immer richtig down machen. Und das wäre für ihn wäre das noch ein super Ring. Beziehungsweise der Göttinnenring nach MP herstellen. Während Weisheit erhöht der, ne? Der erhöht Weisheit. Meteoramschiene ist eigentlich nur aus dem Grund, dass ich, wie gesagt, dass er als erstes drankommt. Dass ich immer weiß, dass er als erstes hier die Energieschub und sowas macht. Ihm könnte ich als einzigster vielleicht, ja, nochmal so einen Ring machen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, dass wir nochmal so einen coolen Ring hätten. Einfach weil der stark ist und die Drachen hauptsächlich mit ihren blöden, also wenn sie nur Schaden machen würden, hätten wir ja kein Problem, ne? Also ist es immer nur diese blöde Betäubung und Schlaf und hinschmeißen, ey. Naja. Wir werden auch die nächste Prüfung bestehen. Aber es wird nicht mehr leichter, das sage ich euch. Dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.